seit dem Upgrade auf den MK3.9 ist dieser Drucker eigentlich der Drucker, den ich hier im Studio am meisten nutze. Und ich habe natürlich auch ein paar Modifikationen dran vorgenommen, die mir die Arbeit mit dem Gerät noch mal ein bisschen erleichtern. Und die zeige ich euch in diesem Video und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Makorama.de. Den Anfang machen wir gleich mit einer Modifikation, die ich bereits beim Upgraden eingebaut habe, nämlich hier diesen Halterungen für die Linearstangen auf der Y-Achse. Die sind ziemlich genial, auch wenn sie eigentlich nur so ein kleines Upgrade sind. Nämlich ganz einfach, ich kann mit 4 Schrauben die komplette Y-Konstruktion hier rausnehmen und dann habe ich leichten Zugang zu den Linearstangen und kann die einfach sauber machen und nochmal neu fetten. Das ist natürlich wunderbar und gerade wenn man irgendwie viel auf dem Gerät druckt, ist das natürlich Gold wert, weil es einem super die Arbeit erleichtert. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich heute gerne bei unserem Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen, inzwischen könnt ihr dort aber auch weitere Services wie CNC-Fräsen, Blechbearbeitung oder aber auch 3D-Druck in Anspruch nehmen. In Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Boron Zero aus Nylon herstellen lassen. Die Teile sind zum einen eingefärbt, das heißt also der Toolhead ist bei mir zweifarbig und zum anderen haben diese Teile natürlich perfekt gepasst. Wer also für eines seiner Projekte unbedingt so einen Service braucht, den kann ich PCBWay einfach nur ans Herz legen und damit machen wir weiter im Video. Wir bleiben für das nächste Upgrade gleich hier unten an der Y-Achse. Da ist nämlich der Riemenspanner. Und der ist natürlich auch wichtig, denn wenn man sowas macht, dass man hier zum Beispiel mal die Linearstangen rausnimmt, um die nochmal ein bisschen neu zu schmieren oder die Kugellager im Prinzip nochmal neu zu schmieren, dann muss man natürlich auch anschließend nochmal den Riemen spannen. Und ich gehe dann nicht gerne hin und drehe den Drucker zur Seite und spanne dann unten drunter an den Halterungen vom Schlitten das Ganze, sondern ich habe es ganz gerne, wenn hier vorne einfach eine Stellschraube ist, an der ich das Ganze einstellen kann und dann einfach mit der App, mit der Web-App vom Prusa entsprechend dann den Gurt einstellen kann, damit der auch wirklich wieder wunderbar funktioniert und einwandfrei funktioniert. Und das kann ich mit diesem Riemenspanner, den ich hier auf dem MK3.9 eingebaut habe, aber auch drüben auf dem MK4S eingebaut habe, kann ich das wirklich wunderbar, kann ich euch nur empfehlen. Ihr braucht dazu nichts mehr. Ihr könnt einfach die Schrauben verwenden, die schon vorher da waren. Ihr müsst nur mal das Ganze halt drucken und dann einbauen. Das ist alles. Alle Upgrades, die ich euch hier zeige, packe ich euch auch nochmal einen Link unten in die Videobeschreibung. Kann ich euch nur empfehlen. Das sind kleine Upgrades, die aber eigentlich teilweise viel ausmachen. Und wenn wir schon gerade unten sind, schauen wir uns nochmal hier auf der rechten Seite vom Drucker, beziehungsweise wenn ihr vorne dran steht, auf der linken Seite vom Drucker das Ganze an. Da habe ich so ein kleines, naja, so einen kleinen Mülleimer quasi dran gedruckt. Und zwar ist das einfach nur dafür da, dass wenn ich hier die Purge-Line abmache oder irgendwelche Filamentreste habe, dass ich die ganz einfach da reinbröseln kann und dann später mit einem Rutsch entsorgen kann. Das habe ich sonst immer auf der Arbeitsfläche liegen, wo der Drucker steht und das ist natürlich nicht wirklich schön. Und das hier sorgt dann ein bisschen für Ordnung. Man kann das natürlich auch noch für die andere Seite drucken, um sich dort ein bisschen, was weiß ich, Werkzeug oder Zubehör reinzulegen. Da gibt es auch wilde Konstruktionen, wo man den kompletten Drucker nochmal höher legt und unten drunter Schubladen hat und Einschubfächer für die Druckplatten und sowas in der Richtung. Das ist mir aber immer ein bisschen zu viel, weil ich sage, ich möchte gern minimalistisch unterwegs sein und da ist das genau richtig. Den nächsten Mod habe ich hier hinten am Gehäuse von der Elektronik versteckt, nämlich das Raspberry Pi Gehäuse. Und ihr wisst, früher hatte ich so ein externes Gehäuse hier nebendran stehen gehabt, mit einem extra Lüfter und allem drum und dran. Das war natürlich jetzt nicht unbedingt sehr, naja, ich sag mal so, beim Transportieren nicht sehr dienlich. Und deswegen bin ich froh, dass das Ganze jetzt hier hochgepackt drauf sitzt und fest mit dem Gehäuse verschraubt ist. Denn ich nehme einfach den Drucker und schleppe den, wie jetzt gerade eben hier rüber und habe quasi beides in einem Zug hierher. Das heißt also, wenn ich dann später mal den Drucker an einen anderen Ort stelle, was drüben schon öfters mal passiert ist, muss ich mir jetzt nicht Gedanken machen, was ich noch an Peripherie alles mitnehme, sondern muss einfach nur das Kabel anstecken und fertig ist. Das ist natürlich ziemlich cool und der Raspberry wird auch in Zukunft wieder ein bisschen öfter zum Einsatz kommen, denn ich möchte noch mal ein bisschen mehr mit Octoprint rumspielen und das Ganze auch noch mal in Obico einbinden, das wisst ihr ja mittlerweile. Und das ist auf jeden Fall ein Upgrade, wo ich damals happy war, dass ich sowas gefunden habe für den MK4 bzw. für den MK3.9, weil ich es echt genial finde. Dann kommen wir mal hier vorne zum Extruder und da seht ihr schon gleich prominent hier vorne drauf, da so ein Luft. Dann kommen wir mal hier vorne zum Extruder und da seht ihr schon vorne hier ganz prägnant so ein, naja, Cover für den Lüfter drauf und ihr fragt euch, okay Maggie, aber
da kommt doch gar keine Luft raus. War ja auch eines der Kommentare unter dem Upgrade-Video. Nee, aber das kann trotzdem Verwirbelung hier unten am Druckbett erzeugen oder an der Düse erzeugen. Und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt also, wir wollen, dass die Verwirbelung alle irgendwie da oben rausgehen. Man merkt schon so ein bisschen den Luftzug, der da oben rauskommt. Ja. Und das kann natürlich bei Materialien, die empfindlich auf Luftzüge reagieren, schon dafür sorgen, dass man Warping hat. Und das soll es natürlich nicht. Und von daher ist das schon eine ganz coole Idee. Nur beim MK3.9S bzw. beim MK4S passt das Ding nicht mehr drauf. Aber das brauchen wir auch nicht mehr großartig, weil da haben wir diesen großen Lüfter, der dann entsprechend da schon die Barriere bildet. Am Druckkopf selbst kommt aber auch noch ein anderes Upgrade zum Einsatz, nämlich ein Upgrade für die Fanshroud. Das hier ist jetzt die Standard-Fanshroud, die habe ich nochmal gedruckt und dran montiert, einfach weil ich auf der Fehlersuche erstmal zurück zum Standard wollte, um auszuschließen, dass es jetzt von dem Upgrade kommt. Deswegen ist die jetzt gerade silber, also das braucht euch nicht zu interessieren. Und zwar habe ich dieses Upgrade hier installiert. Das hat Bernd aka Zoen bei uns am Discord designt und ich muss schon sagen, das ist schon ziemlich genial, was er da rausgehauen hat. Denn das ist im Prinzip die günstige Variante für ein MK4S-Upgrade. Naja, nicht ganz. Da sind natürlich noch ein paar andere Sachen mit dazu. Die Kiste steht hier nebendran, das seht ihr schon. Aber im Prinzip habt ihr damit schon mal die quasi 360 Grad Teile Kühlung, die ihr dann entsprechend mit dem MK4S-Upgrade auch haben wollt. Und das könnt ihr quasi an den Lüfter hier unten dran montieren. Und dann könnt ihr das so um die Düse herumfahren. Ich spare mir jetzt hier das Ganze, weil wie gesagt, hier liegt schon das Upgrade auf den MK3.9S. Da kann ich das dann sowieso nochmal abmontieren, weil ich das dann nicht mehr brauche. Aber das ist schon ganz cool, weil man dadurch natürlich eine bessere Kühlung rund um die Nozzle erreicht. Und das macht schon einiges aus, kann ich euch sagen. Und weil das einiges ausmacht, braucht ihr auch das nächste Upgrade, nämlich diese Silikonsocken. Beim MK4S und auch beim MK4S Upgrade und MK3.9S Upgrade sind die Dinger mittlerweile standardmäßig mit dabei. Das finde ich gut. Beim MK4 und beim MK3.9 waren sie nicht standardmäßig mit dabei. Die habe ich mir dann nochmal extra bestellt. Und ich habe mir natürlich nochmal was anderes bestellt. Denn wenn ihr so eine starke Kühlung dann entsprechend habt oder so eine, ich sag mal so, flächendeckende Kühlung habt, dann macht das natürlich Sinn, dass ihr euch sowas drum packt, damit der Druckkopf nicht denkt, okay, ich werde die ganze Zeit hier, ich pumpe die ganze Zeit Energie rein und es wird und wird nicht wärmer, weil halt von allen Seiten gekühlt wird und irgendwann läuft er halt in Thermal Runaway und schaltet dann ab. Das wollt ihr natürlich nicht haben und das könnt ihr damit erstmal vorbeugend beheben. Ich habe das Ganze aber auch noch mal ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ich habe mir ein komplett neues Hotend bestellt. Das hier ist jetzt das Original Hotend. Das alte Hotend bauen wir mal gerade aus. Und dann werdet ihr auch gleich sehen, was ich damit meine. Na? Wenn ich von Hotend rede, meine ich jetzt im Prinzip die Düse. Und das ist das, was ich meine. Das ist von Blue Rolls ein Update. Da habt ihr hier nochmal so eine schöne Ummantelung um den Heizsensor, um das Kabel vom Heizsensor. Das finde ich ziemlich gut. Das hat mir Bernd empfohlen. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, weil bei dem Blue Rolls Teil, ich packe euch den Link unten in die Videobeschreibung, habt ihr automatischen Nozzle Adapter auf die V6 drauf. Das heißt also, ihr braucht das jetzt nicht unbedingt bei Booster zu kaufen, sondern könnt euch lieber die Dinger bestellen, die dann auch nochmal hier so einen gewissen Schutz um den Temperatursensor haben, um das Kabel von dem Temperatursensor. Finde ich persönlich genial. Und ich habe es heute mit den Überleitungen. Deswegen gehen wir gleich mal von dem Hotend hier, von der Nozzle auf diese Nozzle. Und das ist natürlich auch ein Upgrade, was ich euch mal ans Herz legen kann, dass ihr es mal ausprobiert. Jetzt nicht unbedingt nur die E3D, sondern es gibt ja auch welche von Brucher. Das sind sogenannte CHT-Nozzle. Und die sind an sich schon ziemlich genial. Die kommen in Zusammenarbeit mit Bontec und die haben folgenden Vorteil. Erstens erhöhen sie die, ich sag mir mal so, Auflagefläche und können dadurch eine größere Wärmeleistung erzielen. Das heißt also, das Material wird schneller geschmolzen und dadurch kann man entsprechend mehr Material durchpumpen, wenn man das möchte, und dann auch entsprechend schneller drucken. Und das macht natürlich dann auch schon ein bisschen was aus. Beim MK4S merke ich das dann schon mal, dass ich teilweise eine halbe Stunde oder mehr entsprechend in der Druckzeit, je nachdem wie groß das Bauteil ist, schon mal einsparen kann. Der zweite Vorteil bei den CHT-Nozzeln ist, dass die eine größere Layerhaftung erzeugen. Das heißt also, die Bauteile werden auch stabiler, weil die Layer besser aneinander haften. Und das ist natürlich ziemlich genial, weil wir dadurch erstens die Bauteile robuster machen und nochmal schneller drucken können. Last but not least habe ich noch einen Mod für alle, die ihren Drucker in ein Enclosure stellen wollen. Und zwar hier hinten diese
Heizbettkabelhalterung. Normalerweise geht das Kabel direkt geradeaus hinten raus und das hat bei mir zumindest mal damals im IKEA Lack Enclosure dazu geführt, dass der Drucker mit dem Kabel hinten gegenknallt. Wenn er ein bisschen weiter zu weit hinten steht, ist er meistens irgendwo hinten gegengeknallt. Damit das nicht passiert, habe ich mir damals schon beim MK3 eine Halterung gedruckt, die das Ganze dann um 90 Grad abknickt. Hier ist jetzt gerade eine verbaut, die das Ganze um 45 Grad abknickt. Das reicht aber auch vollkommen aus, dass das Ding nirgendwo gegenknallt. Gerade hinten im Alveo-Enclosure, wenn das Ganze mal ein bisschen zu weit nach hinten steht, ist das natürlich eine ganz coole Sache. Kann ich euch nur empfehlen, druckt sich schnell und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und damit sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Wenn ihr den Kanal abonnieren wollt, würde ich mich natürlich auch direkt freuen, wenn ihr das tut. Vielen lieben Dank an meine Unterstützer auf Patreon und hier auf YouTube. Und natürlich auch vielen lieben Dank an meinen Sponsor PCBBay. Und in diesem Sinne, haut rein, happy printing und ciao.